Jawohl, und mit diesem kleinen Intro melde ich mich zurück. Herzlich willkommen zu Let's Play Star Citizen. Wir spielen Dying Star im Free Flight. Ja, da zeige ich im Einzelnen mal die Trainerschiffe, die es diese Woche zu testen gibt. Und schaut es euch einfach an. Und ich hoffe, es gefällt euch. Nochmal Entschuldigung für die letzte Aufnahme. Anvil Aerospace. Da ist die Mikrofonaufnahme nicht so toll gewesen. So sieht das Ganze aus. Schönes Schiff. Sieht man schön die Gatlings. Ja, wie gesagt, die Mikrofonaufnahme von mir war im ersten Video von Star Citizen nicht so optimal. Es lag daran, ich habe mein System neu gemacht und natürlich vergessen, sämtliche Einstellungen für mein Mikrofon zu machen. Und das habe ich jetzt behoben. Und ja, ich denke, jetzt passt es mit der Tonaufnahme. Und wie gesagt, ich werde hier jetzt die im Einzelnen mal die Schiffe vorstellen. Wie gesagt, das ganze Schiff kann man in 6 Achsen steuern. Der Hintergrund sieht schon geil aus. Warning. You are approaching the simulation boundary. Oi. Naja, so sieht das Ganze aus. Und wir sehen uns gleich wieder. Genau, und jetzt haben wir den Broken Moon. Auch im Free-Flight-Modus mit der Aurora. Genau.
Aurora MR, die es als Starterpaket gibt, was ich erklärt habe. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht, wie sie sich fliegt und so weiter. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. So, es sieht hier natürlich etwas anders aus wie in der Hornet, ist klar. Obwohl das ganze Schiff nicht schlecht aussieht. So, geben wir hier mal ein bisschen Gas. Wie gesagt, das ist die Map Dying Star. Diese beiden Maps kann man spielen. Jetzt kann man zum Beispiel was Schönes machen, kappeln und dekappeln. Ich fliege jetzt mit Höchstgeschwindigkeit auf diesen Asteroiden zu. Jetzt dekappel ich einfach mal. Ich drehe mich. Ich fliege immer noch rückwärts, wie man sehen kann. Und wenn ich jetzt kappel und den Boost zünde, ja, dann bewege ich mich nicht mehr auf den Asteroid zu, sondern ich wechsle die Richtung quasi und gebe Schub in die andere Richtung, bis ich wieder auf meine Geschwindigkeit bin. Das können wir vielleicht mal so demonstrieren. Ich fliege jetzt auf den Asteroiden zu. Ich dekappel, drehe mich. Ja. Das ist schon ganz cool. Jetzt fliegen wir mal direkt auf den Laserstrahl zu, zeige ich das mal hier von der Seite etwas weiter weg. So, ich dekappel, ich drehe mich und ich fliege immer noch rückwärts auf den ollen Apparat zu. Jetzt bin ich stehen geblieben und zünde und fliege wieder vorwärts, ja. Ja, kann man schöne Sachen mitmachen. So, und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Schiff. So, und das ist der Racing Mode. Und zwar mit der 350R, das erste Racing Ship, was es für diese freigeschaltet wurde. Und die anderen Schiffe werdet ihr in späteren Aufnahmen sehen. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeigen, an eine Runde fliegen. Es ist auch allein, es ist kein Rennen. Es ist quasi einmal, dass man die Strecke kennenlernt. Auf der, ja, es ist auch die einfachste Strecke. Die fliege ich jetzt einmal ab. Vielleicht gehe ich ein, zwei Mal in die Außenperspektive. Ich werde jetzt auch keinen Rekord aufstellen oder sowas. So. Ja, 350R ist das erste Racing Ship.
Wie gesagt, die anderen Schiffe werdet ihr dann noch in anderen Aufnahmen sehen, wenn ich im Koop mit dem Jan spiele oder gegen den Jan. Von daher... Ah, dann geben wir mal ein bisschen Gas. So, und los geht's. Und da hat's mich das erste Mal zerrissen, ja. Okay. Okay, also starten wir. So, das ist quasi der Kurs, den man dann fliegen muss, ja. Immer durch diese Ringe durch. Es ist nicht ganz einfach, man braucht echt ein bisschen Übung dafür. Müsste dann auch immer auf den Blackout und Redout aufpassen. Also Blackout ist, wenn ihr zu schnell nach oben reist, dann wird euch schwarz vor Augen. Und wenn ihr zu schnell nach unten reist, dann kriegt ihr ein Bah! Kriegt ihr ein Redout, dann schießt ihr das Blut in die Birne und dann werdet ihr auch ohnmächtig. Und jetzt bin ich da gerade volles von gegen gesammelt. Verliert man ganz schnell die Orientierung. Da muss, da geht's weiter. Oder auch nicht. Genau, so. Und da bin ich vorbeigeflogen. Aber wie gesagt, ihr seht es selbst, ist nicht ganz einfach. So. Das ging natürlich fast in die Hose. Und dann hier wieder durch. Echt aufpassen, dass ihr nirgendwo gegenballert. So wie ich es gerade. Ja, so schnell geht das. So. Früher war das auch so, dass man dann mit dem Boost noch schneller fliegen konnte. Jetzt ist es mittlerweile so, dass der Boost ist nur dafür da, um schneller die Höchstgeschwindigkeit, da bin ich vorbeigeflogen, um schneller die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Und da bin ich wieder irgendwo gegen. Ja, es ist nicht ganz einfach, also ganz ehrlich. So. Da. Gut, das soll dann an dieser Stelle auch genügen. Ich zeige das jetzt noch mal kurz in der Außenperspektive.
Ja, bam! Ja, so ist das halt. Ah, mir fällt das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber man stirbt sehr schnell, wenn man irgendwo gegen donnert. Das ist schon... Also wie gesagt, ein bisschen üben, sich mit der Steuerung vertraut machen, dann klappt das Ganze. So, die Runde fliegen wir jetzt noch zu Ende. Eigentlich macht es schon Spaß. Man muss ein bisschen aufs Drifting aufpassen, dass man nicht aus der Bahn driftet quasi. Man kann viele Abkürzungen nehmen. Und ihr seht es in der Mitte, neben meinem Zielfadenkreuz, ich fliege hier eigentlich immer mit Höchstgeschwindigkeit. Ah, manchmal ist das Ganze so knapp, dass man da hängen bleibt. Tja, und wir haben Flügel verloren, das haut nicht mehr hin, also steigen wir aus. Und ja, Schleudersitz, da fliegt man schönes kaputtes Schiff. So sieht übrigens die Rennstrecke von oben aus. Das bin ich. So wie gesagt, wir fahren, fliegen diese Runde mal eben zu Ende. Juhu! Bam, und da sind wir down. So, und jetzt soll es an dieser Stelle auch genügen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das Ganze denn aussieht. Also mir gefällt das eigentlich schon sehr gut. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns. Ciao, ciao.